Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Und zwar wird es mein erstes Get Ready With Me werden. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich möchte dazu die neue Palette hier von der Bella, von der Mrs. Bella verwenden. Die habe ich mir bestellt bei BH Cosmetics am Montag, am Feiertag. Und ja, sie kam gestern bei mir an. Und ich freue mich jetzt echt schon, die auszuprobieren. Hier seht ihr einmal nochmal die Farben. Also ganz, ganz schöne Farben und ja, mal schauen, welche Farben ich jetzt gleich verwenden werde. Ich habe mir jetzt bereits schon mal eine Creme aufgetragen und zwar ist es die von Sebamed, die mit 2% Vitamin E. Die mag ich ganz gerne, die zieht schnell in die Haut ein, sorgt für ausreichend Feuchtigkeit und ja, es rutscht auch nicht weg unter Make-up. Also das Make-up rutscht nicht weg, was ich halt extrem wichtig finde. Und dann habe ich mir einmal für die Augen aufgegeben die Illuminating Eye Cream von Lavera. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann hatte ich in der letzten Glossy Box den Icona Milano Beautifying Touch Primer drin. Und also ich kann euch empfehlen, den auf jeden Fall immer gut durchzuschütteln vorher, weil sonst kommt nur das Flüssige raus und das wollen wir ja nicht. Das Ganze sieht jetzt so aus, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel sogar schon. Und das gebe ich mir jetzt einmal hier aufs Gesicht auf. Als nächstes verwende ich hier diese Color Correcting Stifte von Essence. Das sind meine beiden Lieblinge. Einmal der gelbe hier, der ist für unter die Augen und einmal der grüne gegen die Rötungen. Das Ganze arbeite ich hier mit so einem Real Techniques Schwamm ein. Und dann gebe ich mir noch den gelben unter die Augen. Der verhindert oder verdeckt halt so ein bisschen die Augenschatten. Nachdem arbeite ich jetzt mit dem Real Techniques Eye unter dem Auge ein. Als nächstes verwende ich dann hier von Max Factor meine Foundation, die Facefinity All Fabulous Foundation, All Day Fabulous Foundation. Die ist 3-in-1, Primer, Concealer und Foundation. Und das ist die Farbe Light Ivory 40. Ja, dann kommen wir auch mal zur zweiten Bestellung, die ich bei BH Cosmetics gemacht habe. Und zwar ist es dieses Pinselset hier. Und hier verwende ich jetzt den Foundation Pinsel. Der hier, die Nummer 4. Ich habe mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen Foundation auf den Handrücken gegeben und gebe mir das Ganze jetzt hier aufs Gesicht. Also ich muss dazu sagen, normal verwende ich eigentlich immer meinen Real Techniques Schwamm. Aber ich habe mir gedacht, in dem Set ist dieser Foundation Pinsel dabei und dann probiere ich das Ganze auch mal aus. Also ich muss sagen, also ich werde nicht zu dem Pinselfavorit werden. Also der Pinsel wird nicht mein Favorit werden im Auftrag. Ja, ich werde jetzt meinen Real Techniques Schwamm hernehmen. Der ist leicht angefeuchtet. Hier gebe ich mir einfach immer ein bisschen was drauf und arbeite das Ganze hier nochmal schön ein.
Als nächstes verwende ich hier von Rival de Lupe aus der LA Beauty Code dieses Multicolored Correcting Powder. Das sieht so aus. Und dafür verwende ich die Nummer 2 von BH Cosmetics, den Puderpinsel. Und gehe mir da einfach mal übers Gesicht drüber. Dann gebe ich mir hier das Rouge auf von Essence, das 01 You Can Stand Under My Umbrella aus der letzten Me and My Umbrella LA. Genau, das sieht so aus, das mag ich ganz gerne, das ist so ein leichter Rosé-Ton. Und dafür verwende ich jetzt auch hier aus dem BH Cosmetics Set die Nummer 3. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel. Und das Ganze verblende ich dann noch ein bisschen mit dem Puderpinsel von gerade. Als nächstes machen wir weiter mit der Eyeshadow Base. Das ist hier von Rival de Lupe Young, die Eyeshadow Base. Das ist so eine festere Creme. Und da gebe ich mir einfach hier auf die Ringfinger ein bisschen was und tupfe mir das auf das Augenlid. Als nächstes mache ich meine Augenbrauen und dann nehme ich hier einmal von Catrice den Eyebrow Pencil in der Farbe 020 Date with Ashton. Und da kämme ich mir einmal vorher die Härchen ein bisschen zurecht. Und kämme das Ganze noch einmal schnell durch. Und gebe mir dann hier von Essence die Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara noch einmal drüber. Genau, bei der muss man immer nur aufschauen, wenn die neu ist, dann ist die sehr nass. Und dann gebe ich mir die hier vorsichtig drüber. Dann liegt es den ganzen Tag auch recht schön. Und dann gehe ich mir einfach hier mit zum Essen das Bürstchen nochmal entlang. Dass das hier ordentlich liegt. Genau, wie man sieht, meine Augenbrauen sind eindeutig keine Zwillinge, also ich kriege das auch irgendwie noch nicht so gut hin. Aber ich gebe mein Bestes. Irgendwann wird es schon werden. Dann kommen wir hier zur Umbrella Palette. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welche Farben das ich nehmen soll. Als erstes nehme ich mal hier die Nummer 5 von dem BH Cosmetics Pinsel Set. Das ist so ein Blenderpinsel. Und gehe da einmal in die Farbe Pure und gebe mir das aufs ganze Lid. Und was mir gerade noch einfällt, ich gebe mir hier einmal das von EOS, der Lip Balm, ich glaube Granatapfel war das. Ich gebe mir
den hier einfach mal auf die Lippen zur Pflege. Und dann werde ich hier mal die Farbe Undressed in die Lidfalte geben. Auch hier wieder mit dem Blenderpinsel. Wie hat Bella so schön im Video gesagt, man hat was drauf, aber man sieht nicht, dass man was drauf hat. Und genau so ist es eigentlich auch. Als nächstes nehme ich mir hier den Ton 50-50 und werde dann mir ja auch nochmal mit in die Lidfalte gehen. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Also ich finde die Farben sehr, sehr schön. Die lassen sich sehr schön einarbeiten. Und ja, mir gefallen die bis jetzt sehr, sehr gut. Als nächstes nehme ich jetzt hier diesen abgeschreckten Lidschattenpinsel und werde mir die Farbe Sally in den Augenaußenwinkel geben. Und was ich halt auch echt toll finde, ist, dass die nicht gleich so richtig richtig dolle sind, sondern dass man die echt aufbauen kann. Das Ganze werde ich jetzt hier einmal verblenden. Dann nehme ich mir hier einmal die Nummer 6 von BH Cosmetics, den flachen Pinsel hier, und werde mir die Farbe Glam Couture hier nehmen und auf das bewegliche Lid auftragen. Gehe ich nochmal in den Sally Farbton mit dem abgeschrägten Pinsel rein und gebe mir das hier unten ins Auge. Nehme ich hier die Nummer 10, das ist so ein kleiner Pinsel, und softe das hier unten ein bisschen noch aus. Genau, das Ganze probiere ich jetzt nochmal mit dem hier. Das ist die Nummer 8, weil der kleine doch etwas spitz ist. Ja. Wesentlich angenehmer. Nehme ich trotzdem nochmal den kleinen und gehe hier einmal in die Farbe Lumos und gebe mir das in den Augeninnenwinkel.
Dann nehme ich mir hier nochmal meinen Blenderpinsel und gehe nochmal in die Farbe Pure und blende das Ganze hier nochmal. Bei uns heute ist hier so richtig wechselhaftes Wetter. Es ist jetzt der. Es ist heute Sonntag. Der 7. Mai. Der 7. Mai schon. Und heute Morgen war ich joggen. Es hat richtig gut getan, aber das Wetter war halt echt mies. Es hat Gott sei Dank nicht geregnet, muss man echt dazu sagen. Sondern war halt nur bewölkt und sehr windig. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber naja. Es hat, wie gesagt, sehr gut getan. Danach erstmal schön in die Badewanne. So ein Gelenk- und Muskelbad habe ich da genommen. Von Kneipp. Ja, das hat richtig gut getan. Also danach fühlt man sich echt wie ein neuer Mensch. Jetzt scheint die Sonne wieder. Die Wolken sind recht dunkel. Deswegen ändert sich auch hier hinten immer das Licht so ein bisschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Die Augen gefallen mir soweit ganz gut. Was ich auf jeden Fall nicht nochmal machen werde, ist diesen Pinsel hier fürs Augenäußere zu nehmen, sondern da werde ich diesen Blenderpinsel nehmen, beziehungsweise da habe ich ja auch den hier von Zu Eva. Und also ich finde, also der hier ist jetzt ein bisschen länger von der Pinselform direkt her, aber ich finde beide wirklich sehr vergleichbar und finde beide echt super. Also gerade auch den Zu Eva mag ich halt sehr gerne zum Blenden und halt um das Außenwinkel zu machen, weil dann nicht so eine scharfkantige Ecke entsteht. Also das werde ich das nächste Mal anders machen. Aber für hier am Wimpernkranz unten das zu machen, also da ist der echt super, gefällt mir richtig gut. In dem Set hier war noch dieser schöne Fächerpinsel dabei und der ist richtig weich. Und ja, ich werde mir jetzt mal mit dem Highlighter auftragen. Und da werde ich hier auch aus der Bella Palette diese Farbe hier nehmen. Das ist die Unreal. Okay. Also das gefällt mir richtig gut. Und der Pinsel ist auch richtig schön weich. Ja. Also da habe ich noch nichts drauf, da habe ich ein bisschen was drauf. Und ja, jetzt machen wir mal die zweite Seite. Ja, doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich finde, er hat so einen dezenten Schimmer, aber schon da. Und auch keinen so einen groben Glitzer oder so. Ja, der gefällt mir richtig gut. Jetzt gehe ich mir hier einmal noch über die. Als nächstes werde ich hier von Balea, das habe ich jetzt neu geholt, das Tarte Perfection Erfrischungsspray auch zur Make-up-Fixierung geeignet. Was ich jetzt erst lese, erfrischt und mattiert. Ja, matt möchte ich eigentlich nicht wirklich werden. Aber ich werde es jetzt trotzdem ausprobieren. Okay. Es duftet. Also den Duft finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann jetzt auch gar nicht beschreiben, wonach das es riecht. Ja, weiß nicht. Also das. Gut, der verfliegt aber auch schnell. Als nächstes gebe ich mir hier noch die Mascara von Essence auf. Das ist die Volume & Stylist Curl & Hold Mascara. Die hat hier so ein Bürstchen. Also ist unten praktisch ohne Fasern und oben oder unten, je nachdem wie man es hält, hat es die Fasern dran.
und durften von BH Cosmetics auch noch zwei, einmal einen Lippenstift und einmal einen Liquid Lipstick. Oder ja, Liquid Lipstick mit. Der ist matt. In der Farbe Muse. Der kommt in dem Packaging hinterher, was ich sehr, sehr schön finde. Und das ist diese Farbe hier. Also ich finde die richtig schön und die trocknet auch richtig matt an. Ich habe die gestern schon mal ausprobiert. Also die hält wirklich sehr, sehr lange und sehr fest. Also ich werde sie so ein paar Mal ausprobieren, aber so von der Haltbarkeit echt super. Dann durfte einmal hier dieser Color Lipstick mit in der Farbe Faithful. Und in dieser Verpackung daher finde ich auch sehr, sehr schön. Genau, halt mal einmal so rum. Und das ist diese Farbe hier, auch eine sehr, sehr schöne Farbe und die werde ich mir jetzt heute auftragen. Unten drunter werde ich mir jetzt hier von Essence, den habe ich letztens mitgenommen, den Invisible Kiss Transparenter Lip Liner. Den kann man hier so rausdrehen und werde mir den einmal aufgeben. Den Lippenstift. Und dann werde ich mir einmal den Lip Liner nehmen und das Ganze hier ein bisschen korrigieren. Also eine sehr, sehr schöne Farbe. Finde ich auch jetzt für den Alltag optimal. Und ja, dann nehmen wir noch die Klammer raus. So, ja. Und das ist mein fertiger Look. Ja, mir fehlt jetzt noch meine Brille. Setzen wir jetzt mal dazu auf. Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut das Make-up oder beziehungsweise auch die Palette. Also ich finde die richtig schön und die Farben sind richtig gut pigmentiert. Ich hoffe, es kommt so rüber, wie ich es jetzt hier sehe. Also ich finde, das sind sehr, sehr schöne Farben und mir gefallen die wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde, da hat Bella eine wunderschöne Palette auf den Markt gebracht. Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Und ich freue mich schon, weitere Looks mit dieser Palette zu schminken. Und ja. Ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt haut auch schon meine Stimme ab. Entschuldigung. ja. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann könnt ihr doch auch hier gerne ein Abo dalassen, links oder rechts. Ich weiß nicht, wo ich es euch verlinkt habe. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und vielleicht lese ich ja auch was von euch in den Kommentaren. Würde mich auch mega freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.